Ich war gerade auf dem Mastertreffen und es war wirklich eine hervorragende Veranstaltung. Also was ich vor allem mitnehme ist, wir haben zum Thema Macht, Verantwortung und Autorität gesprochen. Und ich fühle mich so bereichernd und gestärkt, um jetzt in meine neuen Beratungsaufträge also das mitzunehmen. Ich bin viel bewusster, wie die Themen zusammenhängen und wir haben auch neue Modelle zusammen erarbeitet. Und ich würde sagen, nächstes Mal gibt es wieder ein Treffen. Sei dabei! Diese neue Leute kennengelernt, mit neuen Perspektiven, aus neuen Hintergründen, super bereichert. Spiegelung haben uns irgendwie noch gar nicht kennengelernt gehabt. Und trotzdem war da wieder so viel drin. Das macht einfach irgendwie die Qualität aus. Man kennt sich nicht und irgendwie kennt man sich doch. Und man findet eine gemeinsame Sprache und es läuft. Und eine gemeinsame Heimat auch als Master. Also von daher würde ich sagen, eine andere Master kommt vorbei. Ich fühle mich sehr bereichert mit vielen Menschen aus der ISB-Professionsfamilie zusammen zu denken, zusammen zu arbeiten und in Co-Kreation Modelle weiterzuentwickeln, neue Ansätze auszuarbeiten und gemeinsam an aktuellen Herausforderungen zu denken und uns zu verbinden, zu vernetzen. Was mir gut gefallen hat, ist die Vielschichtigkeit des Themas und wie wir uns dem angenähert haben. Da hat jede Person eine Meinung und eine Erfahrung. Und bei dem Thema Macht, Autorität und Verantwortung, da kannst du ja im Mikrokosmos gucken, wie gehe ich jetzt mit meinem Kind um, wie gehe ich mit meinem Partner um. Da kannst du dir die Teamdynamiken analysieren, organisationale Entscheidungsfindung und wie rette ich eigentlich die Welt mit welcher Verantwortung. Und ja, das ist einfach eine sehr bereichernde, vielseitige Diskussion und es gibt aber auch alles andere, was einfach unglaublich wichtig ist, um im ISB zu Hause zu sein. Das Netzwerk, die Menschen, eine Spiegelungsübung und einfach diese Heimat, Hashtag Heimat war heute dann eines der Abschlussblitzlichte und Oasen.